Hallo liebe Nähfreunde, heute nähe ich mit euch einen schicken Jumpsuit sowie ein Kleid aus Jersey. Das Besondere daran ist das Bindeband, das in der Taille verknotet wird und somit den eleganten Teilen einen Hauch von Lässigkeit verleiht. Beide sind nicht schwer zu nähen und bevor ich euch gleich alle Arbeitsschritte ganz genau zeige, abonniert noch meinen Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, um sofort zu erfahren, wenn es hier ein neues Nähvideo gibt. Also, bis gleich! Für den Jumpsuit und das Kleid gibt es jeweils ein einzelnes Schnittmuster. Ihr findet beide unter diesem Link. Das Oberteil hat angeschnittene kurze Ärmel und einen V-Ausschnitt, der mit einem Stoffstreifen sauber eingefasst wird. Zum Anziehen ist am rückwärtigen Ausschnitt ein Schlitz zum Knöpfen. Das Bindeband kann entweder kurz sein, um es direkt am Vorderteil zu verknoten, oder ihr näht es mit einer Verlängerung, um es einmal rundherum zu wickeln. Am Rücken ist auf Taillenhöhe ein Tunnel mit Gummiband, sodass ihr hier das Kleid bzw. den Jumpsuit wunderbar an euren Körper anpassen könnt. Den Einteiler könnt ihr entweder mit einer langen oder mit einer kurzen Hose nähen. Sie hat kleine Fältchen sowie praktische Eingriffstaschen. Das Rockteil bei der Kleidvariante ist leicht ausgestellt und hat zwei größere Falten, die den Bauchbereich charmant umschmeicheln. Für beide Teile sind leichte, fließende Jerseys aus Viskose, Modal oder Polyester perfekt geeignet. Für mein Kleid und den Jumpsuit habe ich jetzt einen Viskose-Jersey ausgewählt und hier die Schnittteile schon einmal vorbereitet. Wir brauchen zwei Rückenteile, das Vorderteil, welches im Bruch zugeschnitten wird, und den Ausschnittstreifen. Für die Variante mit langem Bindeband habe ich hier die beiden Verlängerungsstreifen. Bei der Variante mit kurzen Bindebändern, die direkt vorn verknotet werden, sind diese komplett am Vorderteil. Mein Tipp, schneidet zuerst diese Version zu, probiert sie aus und wenn ihr dann doch lieber die Verlängerung mögt, dann könnt ihr das ganz am Ende am fertigen Teil auch immer noch ändern. Für den Jumpsuit braucht ihr hier zwei Vorderhosen und zwei Hinterhosenteile sowie die vorderen und hinteren Taschenbeutel. Um zu verhindern, dass die Tascheneingriffe an der Vorderhose ausleiern, könnt ihr hier die Eingriffe mit etwas Bügeleinlage oder Formband stabilisieren. Für das Kleid brauchen wir einen Vorder- und einen Hinterrock, beide werden im Bruch zugeschnitten. Denkt bei allen Teilen daran, die Knipse mit kleinen Einschnitten an die Stoffkanten zu übertragen, denn sie sind später nötig, um zum Beispiel die Falten zu legen. Zu guter Letzt brauchen wir noch ein Gummiband für die rückwärtige Taille, einen schmalen Stoffstreifen für die Knopfschlaufe sowie einen kleinen Ösenknopf. Zum Nähen verwende ich jetzt die Nähmaschine mit einer Jersey-Nähnadel und einer Overlock-Maschine. Ihr könnt jedoch auch das komplette Nähprojekt mit der Haushaltsnähmaschine nähen. Was ihr dabei beachten solltet, könnt ihr euch in diesem Nähvideo anschauen. Und nun beginnen wir. Als erstes bereiten wir das Oberteil vor. Hier werden an den Rückenteilen die hintere Mitte Kanten mit Overlocknähten bis zu diesem Knips versäubert. Das habe ich hier schon gemacht. So können die einzeln versäuberten Nahtzugaben dann später auseinandergebügelt werden. Ihr könnt dies auch weglassen, da Jersey nicht ausfranst. Die Rückenteile liegen jetzt hier schon rechts auf rechts und als nächstes schließen wir die hintere Mittennaht. Und zwar genau bis zu diesem Punkt, den ich vom Schnittteil übertragen habe. Damit das feine Material am Nahtbeginn nicht in die Stichplatte hineingezogen wird, lege ich ein kleines Stück Seidenpapier unter. Zunächst nähe ich mit 0,7 cm Nahtzugabe. Im oberen Drittel lasse ich die Naht langsam auslaufen, sodass ich dann genau an dem markierten Punkt ende. Hier verriegle ich die Naht sorgfältig mit ein paar Stichen vor und zurück. Die hintere Mittennaht ist nun geschlossen, das Stück Seidenpapier habe ich entfernt. Jetzt können wir die Nahtzugaben auseinander und die Schlitzkanten umbügeln. Zuerst bügele ich die Nahtzugabe auseinander.
Im Schlitzbereich bügele ich die Kante zunächst 1,4 cm um. Und dann schlage ich sie nochmal ein, bügle sie über und stecke sie mit Nadeln fest. Ebenso auf der anderen Seite. Die Nadeln am gebügelten Schlitz habe ich jetzt nochmal von rechts gesteckt und steppe ihn nun 5 mm breit ab. Genau am Schlitzende lasse ich die Nadel im Stoff stecken, hebe das Nähfüßchen, drehe das Teil und nähe jetzt die Schlitzecken. Und so sieht jetzt das vorbereitete Rückenteil mit dem Schlitz aus. Jetzt geht es mit dem Vorderteil weiter. Wenn ihr die Variante mit langen Bindebändern gewählt habt, dann werden diese jetzt rechts auf rechts am Vorderteil angenäht. Mit 0,7 cm Nahtzugabe und am besten mit der Nähmaschine, weil sich dann die Nahtzugaben auseinanderbügeln lassen. Als nächstes falten wir die Bindebänder mittig rechts auf rechts, um zunächst die schrägen Enden und auch die Ecken am Vorderteil sauber mit der Nähmaschine zu nähen. Anschließend nähen wir die restliche Strecke mit einer elastischen Overlocknaht. Das Nahtende habe ich hier am Vorderteil mit einem Stift markiert und nähe jetzt einfach ein 3 bis 5 cm langes Stück genau bis zu diesem Punkt. So sehen diese vier Nähte jetzt aus. Wichtig ist, dass ihr hier an diesem Punkt das Nahtende wirklich gut verriegelt. Und nun können wir die restliche Strecke mit der Overlockmaschine schließen. Ich setze jetzt hier einfach bei der Naht an und habe ein paar Klammern gesteckt, damit die Lagen nicht verrutschen. Und auch hier am Ende lasse ich die Naht auslaufen. Damit sind die Bänder jetzt komplett zusammengenäht. Nun können wir die Nahtzugaben an den Enden etwas kürzen, die Bänder wenden und überbügeln. Das habe ich hier schon einmal gemacht. Das Vorderteil mit kurzen Bändern sieht jetzt so aus. Es wird ja ganz genauso gearbeitet, nur die eine Verbindungsnaht fällt jeweils weg. Im nächsten Schritt wird das Vorderteil rechts auf rechts mit dem vorbereiteten Rückenteil an den Schultern zusammengenäht. Dafür habe ich hier schon ein paar Klammern gesteckt.
Beide Schulternähte sind geschlossen und ich habe hier bereits die Nahtzugaben in Richtung Rückenteil umgebügelt. Das Oberteil ist jetzt aufgeklappt und wir stecken rechts auf rechts den Ausschnittstreifen fest. Ich beginne hier am rückwärtigen Schlitz und klappe das Streifenende 7 mm breit um und stecke es bündig mit der Schlitzkante fest. Jetzt treffen jeweils die Knipse aufeinander. Dieser Knips hier auf die Schulternaht. Und dieser Knips kommt genau an die Ausschnittspitze. Auf der anderen Seite des Schlitzes klappe ich das Streifenende wieder 7 mm breit um und stecke es ebenfalls bündig fest. Zur Sicherheit habe ich auch in den Zwischenräumen Klammern gesteckt und hier die Enden jeweils schon mit Nähmaschinennähten fixiert, damit an der Overlockmaschine nichts mehr verrutschen kann. Um zu verhindern, dass die Ausschnittkante ausleiert, könnt ihr an eurer Overlockmaschine das Differential etwas erhöhen. Dadurch wird der Stoff mehr geschoben statt gedehnt. Zieht an der Ausschnittspitze das darunterliegende Vorderteil auseinander, sodass die Kanten bündig liegen und näht einfach gerade weiter. Und so sieht der Ausschnitt mit angenähtem Streifen aus. Und bevor wir ihn jetzt weiter verarbeiten, nähen wir am rückwärtigen Schlitz schon mal die Knopfschlaufe an. Wie ihr aus einem dünnen Stoffstreifen so eine schmale, gewendete Schlaufe herstellen könnt, zeige ich euch in diesem Nähvideo. Ich habe jetzt die Schlaufe hier schon mit einer kurzen Nähmaschinennaht mittig auf dem Streifen ganz knapp an der Kante fixiert. Achtet bei der Größe der Schlaufe darauf, dass der Knopf bequem hindurchpasst. So können wir nun im nächsten Schritt den Ausschnittstreifen um die Nahtzugabe herumlegen, diese nach innen klappen, sodass die Naht außen nicht sichtbar ist und auf diese Weise rundherum mit Nadeln feststecken. Der umgeklappte Streifen wird nun mit der Nähmaschine knappkantig festgenäht. Entscheidet selbst, ob ihr die eingeschlagene Kante von links knappkantig annäht, um hier die volle Kontrolle zu haben, oder aber ihr näht sie von rechts, um hier den gleichmäßigen Abstand zu gewährleisten. Damit der Nahtanfang leichter gelingt, lege ich unter den hinteren Teil des Nähfußes ein gefaltetes Stück Stoff. Eine Pinzette hilft beim Positionieren.
Und so sieht jetzt der fertige Ausschnitt aus. Wenn er durch das Nähen etwas wellig geworden ist, könnt ihr das wunderbar durch Bügeln und ganz viel Dampf beheben. Und jetzt machen wir mit dem Unterteil, also der Hose oder dem Rock, weiter. Ich zeige euch zuerst, wie die Vorderhosenbeine vorbereitet werden. Und zwar werden hier anhand der Knipse je zwei Falten gelegt. Dafür lege ich die beiden äußeren der drei Knipse zusammen, sodass ein Faltenbruch entsteht, der Richtung vordere Mitte zeigt. Ebenso die zweite Falte. Und dann werden beide Falten mit kurzen Nähten fixiert. Und so sehen die Hosenbeine mit den fixierten Falten aus. Wenn ihr das Kleid näht, werden beim Vorderrock zwei große Falten gelegt. Diese sehen so aus. Und jetzt geht's weiter mit den Eingriffstaschen an der Hose. Hier nähen wir zuerst die vorderen Taschenbeutel rechts auf rechts mit 0,7 cm Nahtzugabe an die schrägen Kanten der Vorderhosenteile. Und zwar genau bis zum Knips. Dann schneiden wir die Nahtzugabe am Knips genau bis zur Naht ein. Klappen den Taschenbeutel auf und steppen die Naht von rechts knappkantig auf dem Taschenbeutel ab. Und zwar ebenfalls wieder genau bis zum Knips. Wenn wir anschließend den Taschenbeutel nach innen klappen, bewirkt dies, dass die Kante schön flach ist. Die kleinen Nahtzugabenecken habe ich hier hervorgezogen. Anschließend wird der hintere Taschenbeutel rechts auf rechts mit dem vorderen Taschenbeutel an der Rundung mit einer Overlocknaht zusammengenäht. Danach legen wir alle Teile bündig hin und fixieren den fertigen Taschenbeutel oben und an der Seite jeweils mit einer Hilfsnaht. Auf diese Weise habe ich beide Hosenbeine mit den Falten und Taschen vorbereitet und als nächstes werden sie rechts auf rechts hier an der runden Schrittnaht zusammengenäht. Das habe ich hier schon einmal mit der Overlockmaschine gemacht. So können wir nun als nächstes das Vorderteil mit den Bändern an das vordere Hosenteil annähen. Dafür ziehe ich die gewendeten Bänder wieder ein Stück, etwa 5 cm weit ein, um hier an diese Nahtecke heranzukommen. Jetzt schneiden wir hier die Nahtzugabe ganz vorsichtig etwa 3 mm tief ein. Jetzt legen wir das Vorderteil rechts auf rechts an der Hosenkante an und positionieren das Nahtende vom Band genau auf der innenliegenden Falte. Durch den kleinen Einschnitt kann ich die Nahtzugabe hier vorsichtig ein wenig auseinanderziehen und sie rechts und links jeweils mit einer Nadel feststecken. Auf der anderen Hosenseite mache ich es genauso und jetzt können wir diese beiden Strecken sauber mit der Nähmaschine fixieren, bevor wir dann die komplette Strecke mit einer Overlocknaht schließen. Ich beginne etwa 3 cm vor dem Band. Und nähe jetzt genau bis zum Nahtende. Hier verriegele ich die Naht sorgfältig. Dann klappe ich das Band zur Seite und setze auch wieder genau am Nahtende an.
verriegle sorgfältig und nähe ebenfalls wieder etwa 3 cm. Und jetzt noch beim zweiten Band. Wenn jetzt alles gut geklappt hat, treffen hier die 3 Nahtenden genau aufeinander und in der Mitte gibt es kein Loch. Falls doch, habt ihr jetzt noch die Chance, das zu korrigieren. Die Nahtzugabe können wir jetzt hier noch vorsichtig weiter genau bis zu diesem Nahtpunkt einschneiden. Und wenn das an beiden Seiten gemacht ist, können wir jetzt die komplette Strecke mit der Overlock-Maschine schließen. Damit nichts verrutscht, habe ich zuvor noch ein paar Klammern gesteckt. Das Band lege ich zur Seite, damit es nicht mit angenäht wird. Und so sieht jetzt unser Jumpsuit mit angenähter Vorderhose aus. Wenn ihr das Kleid näht, sieht dieses mit angenähtem Vorderrock so aus. Hier treffen die Bänder ebenfalls genau auf die Falten. Und jetzt geht's weiter mit dem rückwärtigen Rockteil bzw. beim Jumpsuit mit der rückwärtigen Hose. Hier werden beide Hosenteile zunächst rechts auf rechts an der Schrittkurve zusammengenäht. Anschließend wird an das aufgeklappte Hosenteil das Rückenteil rechts auf rechts angenäht. Dieses habe ich hier schon mit ein paar Klammern festgesteckt. Nun sind beide Teile miteinander verbunden und wir nähen jetzt für den Tunnel mit der Nähmaschine im Abstand von 2 cm eine Naht. Wenn diese Naht getan ist, können wir Ober- und Unterteil aufklappen und die Zugabe nach oben in Richtung Rückenteil bügeln. Das habe ich hier schon gemacht und nun steppen wir eine weitere Naht und zwar genau auf der Overlocknaht, damit ein Tunnel entsteht. Damit nichts verrutscht, habe ich hierfür ein paar Nadeln gesteckt.
Und damit haben wir nun einen Tunnel, in den wir mit einer Sicherheitsnadel oder diesem Hilfsmittel das Gummiband einziehen können. Wenn es eingezogen ist, wird es mit Nadeln fixiert und hier an der einen Seite mit einer kurzen Nähmaschinennaht festgenäht. Auf der anderen Seite bleibt der Tunnel zunächst offen, weil wir dann später noch das Gummiband justieren. Als nächstes können wir jetzt gleich drei Nähte mit der Overlock in einem Arbeitsgang schließen. Und zwar die beiden Seitennähte und die Innenbeinnaht. Dafür habe ich jetzt hier alle Strecken schon rechts auf rechts mit Klammern zusammengesteckt. Hier an der Taille trifft die vordere Naht auf die untere Tunnelnaht. Und hier treffen die beiden Schrittnähte aufeinander. Die Nahtzugaben lege ich in verschiedene Richtungen, damit die Stelle nicht so dick wird. Denkt dran, hier an dieser Seitennaht die Stelle am Tunnel etwa 4 cm breit offen zu lassen. Und los geht's am Ärmelsaum der ersten Seitennaht. Hier lasse ich jetzt die Öffnung und setze wieder an. Und jetzt die zweite Seitennaht. An dicken Stellen hebe ich das Nähfüßchen ein bisschen, um den Transport zu verbessern. Und jetzt noch die Innenbeinnaht. Diese beginne ich am Hosensaum und nähe sie durchgängig. Und so sieht unser Jumpsuit jetzt aus. Beim Kleid wird der Tunnel ganz genauso gearbeitet und die Seitennähte bis auf die kleine Öffnung geschlossen. Das sieht jetzt so aus. Und jetzt kommt der spannende Moment. Ihr könnt das gewendete Kleid bzw. den Jumpsuit einmal überziehen und das Gummiband für euch justieren. Weiterhin könnt ihr bei dieser Anprobe feststellen, ob die Länge euch gefällt oder gegebenenfalls noch kürzen. Anschließend können wir das festgesteckte Gummiband mit der Nähmaschine fixieren und die Öffnung mit der Overlockmaschine schließen. Dann werden die Ärmel- und die Hosenbeinsäume bzw. der Rocksaum jeweils 2 cm umgebügelt, mit Nadeln festgesteckt und mit einer elastischen Naht angenäht. Zum Beispiel mit einer Zickzacknaht, mit einer Covernaht oder mit einem Gradstich und der Zwillingsnadel. Wenn ihr dies einmal genauer sehen wollt, schaut euch dafür dieses Nähvideo an.
Zu guter Letzt wird noch der kleine Ösenknopf am Rückenschlitz angenäht. Und damit sind mein sommerlicher Jumpsuit und mein Kleid mit lässigen Knotenbändern fertig. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachnähen und freue mich über eure Kommentare und eure Daumen nach oben. Also dann, tschüss, bis zum nächsten Nähvideo.